richtig dargestellt. Ich glaube, beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt, teilweise aber mit einer großen Anzahl von Fehlern, die in Defensive und Offensive irgendwo sich abgewechselt haben, sodass wir in manchen Situationen einfach auch zu anfällig waren und dem Gegner das ein oder andere auch zugelassen haben. Ich denke, dass wir, wenn man so will, mit dem Slatko eine riesige Chance zur Führung vergeben haben, wobei man natürlich nicht die Chance von Kim Witzel auch außer Acht lassen darf, die waren genauso gefährlich, also wie der Gerd schon sagt, 1-1, 2-2, 3-3, alles möglich. Oder die Mannschaft, die dann zuletzt den größeren Fehler macht, da wären wir fast dran gewesen, indem wir einfach unsere Balance in den letzten 3-4 Minuten aufgeben und dann dem Gegner nochmal eine riesen Chance geben, wo wir dann mit Glück die Dinge nochmal geregelt kriegen. Dann muss ich die Scheibe von Nico Herzig nochmal mit reinnehmen, die natürlich frei vom Tor sehr überraschend für ihn kam. Also wie gesagt, ich denke, in dem Spiel war alles möglich und wir müssen den Punkt auch so akzeptieren, wie er ist. Wir hätten natürlich gern gewonnen und es kann mir jeder glauben, dass ich die Mannschaft nicht immer auf Unentschieden einstelle. Also ich glaube, wir haben schon versucht, offensiv zu spielen, kämpferisch dann versucht auch alles zu machen, auch mit den Einwechslungen nochmal offensiv eingewechselt haben, um uns auch nicht zu verstecken und Möglichkeiten dann auch zu erarbeiten. Wir haben auch versucht, den Druck dann in der zweiten Halbzeit zu erhöhen, was vielleicht optisch auch so war, aber Chemnitz war immer brandgefährlich. Und im Großen und Ganzen kommt dann dieses Unentschieden zustande, was uns nicht so wirklich weiterbringt. Das ist, was unterm Strich bleibt, dass wir am Ende diesen einen Punkt noch haben, weil wir haben ihn fast aufs Spiel gesetzt und insofern muss man ihn akzeptieren. Und wie der Gerd schon sagt, das Ergebnis ist leistungsgerecht aus meiner Sicht.